Hallo ihr Lieben. Ja, ich wollte euch Bescheid geben. Ich habe gestern noch mittags normal gegessen und auch das Firi, also Ananas mit selbstgemachten Schokomuffin, und habe dann nochmal so gegen 16 Uhr oder 15, 16 Uhr habe ich nochmal eine Kiwi gegessen und dann bin ich auf Saft umgestiegen. Hallo, jetzt bin ich es nochmal. Also, gestern war der 21.12. Und heute haben wir den 22. Und ich habe mich jetzt entschieden, da ich 2 Tage so für mich mehr habe, dass ich eine Reinigungskur machen möchte. Und im vorigen Video habe ich schon erzählt, ich bin dann umgestiegen auf Saft. Mein Saft war gestern orange noch. Und es waren hauptsächlich Rüblis, Orange, Ingwer, Kurkuma, ein bisschen Öl und Pfeffer. Und das war mein Abendessen, so 1 Liter. Genau. Und ab heute ist es so, dass ich auf puren Selleriesaft umsteige. Also heute trinke ich nur puren Selleriesaft. Und mache jetzt meine Sportübungen und gehe dann in die Badewanne. Ja, und wenn ich dann Durst habe, trinke ich Selleriesaft. Genau. Und nehme euch mit. Also ich werde heute einen kompletten Sellerietag machen. Selleriesafttag pur. Werde auch noch Einläufe irgendwann machen. Und schau mal, wie das so ist. Ja, der erste Tag ist fast geschafft. Es ist sehr interessant, nur puren Selleriesaft zu trinken. Schmeckt jetzt nicht so ultramäßig mega toll. Also mit Äpfeln und Zitrone, Kurkuma, Ingwer. Schmeckt schon ganz anders. Und er reinigt auch sehr gut den Darm. Muss ich sagen, ich musste gar nicht viel machen. Ich musste teilweise auf dem Klo sitzen bleiben. Es kam dann einfach alles so. Habe aber tatsächlich dann heute Abend noch so gegen 18, 19 Uhr. Ich habe da nochmal 2 Liter jetzt Selleriesaft für morgen gemacht. Also morgen geht es weiter mit Saften. Aber es kann sein, dass ich morgen nicht nur Selleriesaft mache, sondern dann umsteige auf Orange. Und dann Flüssigkeit, so. Genau. Also es ist nur wirklich eine kleine Reinigungskur, um einfach mal zu gucken, wie geht mein Körper damit um, schafft er das schon gut? Und gerade jetzt auch im Winter halt, ne? Und ja, ich habe die Möglichkeit, das immer wieder auch zu machen. Es kann auch sein, dass ich das dann regelmäßiger mache. Genau, das wird man alles dann sehen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Halt. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, war, dass ich heute sehr gedankenfrei bin. Also ich bin wirklich so fokussiert, klar und ganz oft gedankenfrei. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und ja, jetzt tut mir mein Po ein bisschen weh. Werde ihn noch einölen. Also ich habe noch 2 Einläufe gemacht tatsächlich. Und werde jetzt noch ein bisschen lesen. Den hier werde ich wahrscheinlich noch austrinken, aber dann, ich denke, das ist gut. Ich habe über 2 Liter getrunken heute. Und ja, ich hoffe, ich kann ihn morgen noch sehen. Habe aber auch mitbekommen, bei meinem Süßen war ich nämlich ja heute Morgen noch, weil ich ja hier zu Hause keine Badewanne habe. Und er hat dann Mittag gegessen und ja, ist schon, also jetzt mit Menschen, die viel essen oder so leckere Sachen essen, ist eher schwierig, würde ich sagen. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, in dem orangefarbenen Saft von gestern Abend war noch Zitrone drin. Da bin ich nochmal. Ja, wegen Hungergefühl. Also
gegen 13 Uhr, wo ich dann, ich war nochmal geboschten, heißt, ich war einkaufen und habe nochmal Sellerie geholt, diesmal unverpackten, auch nochmal drei oder fünf Packungen. Und das ist jetzt aber nur noch das, was ich habe, weil ich würde jetzt dann morgen safte ich nochmal. Und dann habe ich überlegt, halt trotzdem jeden Morgen einen Grünsaft zu trinken. Also ich will auf jeden Fall dabei bleiben, noch zu saften. Aber das ist dann wie im imitiertes Fasten oder wie das heißt, dass ich halt dann erst, also oft esse ich manchmal auch nur eine Mahlzeit mit den Senioren und das war's. Und ich esse dann oft gar nichts mehr, auch daheim. Ich habe vor kurzem jetzt mal Chips gegessen. Und ich habe dann Bauchschmerzen bekommen und dachte so, okay, gut, dann eben nicht, ne? Und ich probiere da halt ja immer wieder so Sachen aus. Ich esse auch gerne so ganz klar und einfach nur Grünkohl mit Zwiebeln, Knoblauch oder so. Bin da ganz einfach. Und tatsächlich, wegen dem Hungergefühl, also so gegen 13 Uhr war nochmal ein Hungergefühl. Da war ich auch noch, wie gesagt, kurz gepostet. Und dann war ich eigentlich nur daheim und habe eigentlich nicht viel gemacht, außer Saft trinken, mich connected mit meiner Familie nochmal und habe mir so interessante Videos angeschaut und jetzt gehe ich wieder in die Stille. Ja. Und ich habe so ein bisschen Hungergefühl, aber nicht so, dass permanent mein Magen knurrt halt. Das ist Gott sei Dank nicht. Ich merke aber schon, dass ich eher jetzt nicht ultra schwach bin, aber wo ich dann die Treppen vom 5. bis runtergelaufen bin. Und dann zum Auto und vom Auto bin ich ja dann nochmal in den Laden gelaufen. Also ein bisschen Bewegung hatte ich heute dann doch noch. Und am liebsten wäre ich eigentlich noch in die Sonne. Aber ich saß dann eher auf dem Klo und dachte so, das ist mir jetzt nichts, rauszugehen nochmal. Ja. Also ich melde mich morgen dann nochmal und schau mal, wie es morgen ist. Und am Heiligabend werde ich dann auch wieder essen. Und ja, so. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut für mich an, einfach mal nur Saft zu trinken. Ganz einfach und so. Und Saft trinken finde ich eh ganz toll, kann ich jedem empfehlen. Am besten selbstgemachten Saft natürlich. Und ich habe jetzt so halt meine drei Favoriten halt, ne? Also ich trinke halt gerne den grünen Saft mit dem Sellerie. Ob jetzt eher dann immer pur oder ob ich den noch manchmal mit Apfel mache und so. Mal schauen. Und dann halt den mit den Karotten und Orange, Zitrone, Kurkuma, Ingwer, Öl, ein bisschen Pepain für das Kurkumin. Und dann, wenn es in die Tagerichtung geht, ist dann halt rote Beete mit Rübli, also Karotte und Orange. Rote Beete, Orange, Karotte, Zitrone, Ingwer, Kurkuma. Also Zitrone, Ingwer, Kurkuma ist meistens bei allen mit drin dann. Ich trinke auch so gerne morgens einfach Wasser mit Zitrone und Ingwer vor allem. Oder wenn ich meinen Chai-Kakao mache, ich trinke ja keinen Kaffee mehr, ne? Und manchmal lüstet es mich dann nach einem Kakao. Und dann mache ich meistens Hafermilch mit Kakao, Zimt, Xylit, Ingwer. Und so. Das finde ich dann manchmal so, sehr fein. Ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut, seid lieb zueinander. Und lasst die Liebe, das kleine Pflänzchen in euch säen. Überall, in jeder Situation könnt ihr immer wieder zurückkommen hierher und einfach auch transzendent werden, frei von Bewertungen. Werdet wie euren Beobachter einfach immer mehr in Situationen. Und ja, es ist alles sehr spannend und aufregend auf jeden Fall. Wir haben uns lieb.